Mahlzeit, ihr Schlawiner, Klochen wieder hier. Heute fliege ich mit dem Ki-43-3 Otsu Hayabusa Jäger durch die Lüfte. Ja, leichter Jäger, das merkt man auch, wenn man dann spätestens mal getroffen wird. Spätestens dann merkt man's. Und bisher habe ich nichts erreicht. Ich werde mich hier also durch die Gegend stümpern. Vielleicht liegt es auch daran, ich bin in letzter Zeit nicht viel geflogen. Aber heute nur Karten, entweder irgendwo Nebel, Wolken ohne Ende. Oder ja, einfach nur so Cluster, wo man einfach nicht reinfliegen will. Und ich will das Flugzeug so lange wie möglich behalten. Teilweise denke ich so, vielleicht hätte ich nicht zu. Ich wurde schon mehrmals für den Chat gesperrt, ne? Habe ich schon mal erwähnt. Und ich habe das Gefühl, ich werde bestraft jetzt dafür. Vorhin hatte ich 5 Abschüsse, bin die ganze Zeit durch die unterwegs gewesen, habe hier und darauf geschossen und bin Zehnter. Zehnter und vor mir die Leute haben aber nicht mehr abgeschossen. Teilweise viel weniger. Da verstehe ich nicht, wie kann das sein, wenn ich die ganze Zeit im Fight war. Ich habe wirklich mein Leben gekämpft. Und kommen da nicht mal auf 1000 Punkte. Also irgendwie habe ich das System nicht verstanden oder ist tatsächlich sowas wie eine Strafe. Kann ja gut sein. Was aber unsinnig wäre, weil warum sollte man dann noch weiterspielen, wenn man tatsächlich so bestraft werden sollte. Also wird es irgendwas anderes sein. Das ist ein Jack. Ah, 20 mm. 22 mm Kanonen besitze ich hier an Bord. Eigentlich, also ich muss sagen, der Jäger ist recht wendig. Ich habe das nämlich schon mehrmals ausprobieren müssen. Ist er recht wendig und und hat eine gute Drehzeit. Also ich bin nicht allzu lange irgendwie damit beschäftigt, hier einen Immelmann zu machen oder so. Allerdings, wie gesagt, ich werde recht schnell getroffen. Ich hatte gerade das Match davor, da habe ich tatsächlich, habe ich noch nie geguckt. Ich habe noch nie das so gehabt, dass ich zweimal reparieren musste in einem Match. Bis eben. Tatsächlich musste ich zweimal reparieren. So, ich hoffe, ich komme an die B17 ran. Ich meine, rankommen werde ich wohl schon, nur man will ja auch überleben. Und wir kennen ja diese Eagle-Bomber. Die hauen dann alles kaputt. Also, wenn ich mich mal ein bisschen konzentrieren. Ein bisschen niedriger fliegen. Gleich wird auch anfangen zu schießen. Okay. Okay. Gut, das war jetzt auch nicht sonderlich schwer. Da ich nicht direkt hinter ihm geflogen bin, wo seine 20 mm wieder Löcher reinballern. Und ich habe nur einen kleinen Treffer abbekommen, der ist abgeprallt. Alles okay. Den Schub rausnehmen jetzt hier. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht mein einziger Kill. Wie sieht's denn aus? Immerhin schon 281 Punkte. So, B109. Ich will natürlich, wenn möglich, vermeiden, irgendwie ein Head-On mit irgendjemand anderem zu machen hier. Also die BF bietet sich natürlich an, weil sie so nah ist, aber bis ich da bin, sind natürlich schon andere noch näher. Was fliegt der denn da zurecht? Ich mach eine BF. Also irgendwie muss ich da durchkommen. Zum Beispiel Fury. Sorry, jetzt gerade verwechselt. Also ich müsste ja irgendwo langsam mal reinfliegen hier, also irgendwo mitkämpfen. Oder ich beschränke mich darauf, einfach nur eine Bombe abzufangen. Ist aber auch nicht so meine Art. Will ich jedenfalls nicht die ganze Zeit machen, sagen wir es mal so. Also hin zu Fury. Beziehungsweise gucken, was dahinter. Oh, einer hat gerade zerlegt. Jetzt wird sie nämlich auch langsam ein bisschen voller. Die Fury ist weg. Schauen, dass ich irgendwie an die BF komme. Den Kollegen hier rette. So, jetzt habe ich mein ganzes Magazin verballert. Und muss aus dem Kampf raus. Dafür gibt es eine Abschusshilfe. Naja, besser als nichts. Trotzdem blöd. Ich meine, man sieht, er ist ziemlich schnell aus. Ist auch ziemlich wendig. Also, ich dachte mir, eine Fury ist doch ein verdammter Doppeldecker. Und Nimrod doch auch. Witz, bin ganz schön komisch. Gut, ich habe nachgeladen. Das dauert natürlich eine ganze Weile.
CPU. Ja, knipp nicht, knipp nicht, knipp nicht. Warum geht? Okay, er fliegt weg. Stattdessen kommt hier Mr. Barber Beautiful. Oh! Den habe ich eigentlich habe ich ihn zu spät gesehen. Eigentlich habe ich ihn zu spät gesehen. So, ich baue mir mein Gutschein spart mir auch für eine weitere Runde. Wir werden jetzt eh gewinnen. Oder wäre es unsinnig, den jetzt zu verballern. Hier, da fliegen wir noch eine Runde. Die wahrscheinlich noch schlimmer ausgehen wird. Aber das war eigentlich schon witzig. Erinnert mich an die Ground Forces. Wo ich schieße und in dem Moment schießt er auch und wir killen uns beide zusammen in derselben Sekunde. Wirklich vielleicht mit ein paar Millisekunden Unterschied, aber ansonsten in derselben Sekunde. Das war schon echt schreck. Der lebt immer noch mit seiner Nimrod. Ist ja Wahnsinn. Die beste Staffel, so einfach ist das. Machen wir noch eine Runde, bis gleich. Ja, war ja irgendwie klar, dass jetzt ein Air Domination Match kommen musste. Ich hab fast drauf gewartet, ehrlich gesagt. Dieser Flieger erinnert mich irgendwie so von der Form her, wenn man auf die guckt. So an so eine Libelle. Vorne ein bisschen breiter, wegen dem Kopf und dann hinten so schmal. Gibt noch so ein paar mehr Flügel irgendwie. Gut. Also ich werde erstmal ein bisschen weiter hinten bleiben hier. Darf ich auch nicht vergessen, ich kann nur 150 mal schießen und mitten im Fight ist das blöd. Also ich werde mal wohl rechtzeitig fliegen irgendwie. Gucken, dass da irgendwas vorbeikommt. Da ist er jetzt schon wieder mit seiner Fury. Aber gut, ist ja fast schon wie ein altbekanntes Gesicht denn hier sozusagen. Die SB2C, die wäre eigentlich ein ganz gutes Ziel. Aber vielleicht sollte ich versuchen, meinem Kollegen dazu helfen. Oh Gott, ich habe keinen Bock auf eine Vietnam-Mann. Scheiß, Mann! Ja, das ist natürlich ein Fick, den will man so nicht haben, aber was willst du machen in diesen verkackten Air Domination Matches? Da ein Flugzeug vorzustellen. Gut, die meisten kennen das eh schon, aber da wirklich ein Flugzeug vorzustellen, ist eigentlich total dumm. Ja, jetzt gab es eine Abschusshilfe, die sah auch ganz cool aus, eigentlich. Voll alles weggefetzt bei ihm. Trotzdem blöd auf jeden Fall. Donnier. Muss ja irgendwie zum Kill kommen hier. Den hat irgendwer anders komplett zerlegt. Scheiße, ich muss nachladen. Ist der Typ noch unterwegs hier? Also, ich suche jetzt den mit seinem Doppeldecker hier. Tatsächlich Nimrod! Ich hab's doch gesagt. Mit dem Nimrod unterwegs. SB2C. Es ist natürlich schwierig, man ist immer geneigt dazu, gleich hier so Sachen wie Nimrod oder so anzugreifen. Ja. Ich versuche einfach mal dem Kollegen hier zu helfen. Nee, die Zeit hatte ich leider nicht. Der ist einfach so weg. Boah. Der andere ist auch weg, aber ich habe es ja überlebt, immerhin. Da wird wahrscheinlich ziemlich viel Abgebracke hier. Das ist der Typ, der mich gerade gekillt hatte. Das verlockt natürlich. Spitfire oder ihn? Spitfire oder ihn? Spit! Ja, wenn man nicht so langsam reagiert. Verfickt schnell, aber sowas von verfickt.
Was ist denn rumgewackelt hier? So, was hat er mich jetzt, was hat er jetzt gemacht? Er hat mich jetzt bei seinen Leuten reingelockt. Das ist mein Problem. Jetzt habe ich nämlich wirklich ein richtiges Problem. Und ich werde einfach gekillt werden. Das, so wird es ablaufen, ganz klar. Jetzt kann ich noch ein bisschen dusselig hier rumfliegen, aber nicht mehr lange. So, dieses Flugzeug ist hinüber. Das war's gewesen. Ich finde es super schwer, ehrlich gesagt. Mit Japanern. Ja, fick deine Füße. Ich finde es super schwierig mit Japanern. 47 Punkte für so eine Scheiße, echt. Haben die Punkte reduziert? Kann ja gar nicht sein, ey. Wieso kriege ich nur 47 Punkte? Ich raff das irgendwie nicht. Das ist unheimlich wenig, echt. Finde ich. Dafür, dass man so lange unterwegs ist und bei den Leuten zwischen diesen ganzen Flugzeugen, dafür hat man sonst wirklich die Punkte hinterhergeschmissen bekommen. Ja. Gucken wir mal, wie sieht's denn aus hier? Gut, der 4 Abschüsse ist dreimal verreckt. Gut, der hat jetzt 5 Abschüsse. Stuckerman. Die haben alle weitaus mehr Punkte als ich. Ich habe 64 Punkte für die ganze Scheiße. Für die 2 Male, die ich drin bin. Das ist doch irgendwie... Ich kann das nicht nachvollziehen. Erklär mir das mal bitte einer, dieses System. Echt. Muss ich jetzt wissen. Ich raff das nicht. So, ich fliege da jetzt einfach mal voll rein. Ist mir auch scheißegal. Ja, Domination, da geht's ja eh nur um... Wir machen uns mal gegenseitig kaputt hier. Wie die Blöden. Okay, es wird nicht mehr gecapped. Ist natürlich blöd, weil meine Piloten das wohl nicht so lange mitmachen werden. Oh yay. Mutti Söhnchen wieder am Start gewesen. Hast du fein gemacht. Sag ich Bescheid, ne? Nach dem Abendessen. Alles klar. 18 Punkte gibt's dafür. Ist doch schön. So, wenn ich alle Flugzeuge abgeraucht habe hier, dann. Oder abgeraucht wurden, dann sollte ich auch 100 Punkte bekommen sein. Jetzt erzählt mir auch nichts hier von. Oh ja, guck dir meine Battle Rating an. Das sind halt die Flugzeuge, die am besten, die so zusammengepasst haben. Das eine habe ich eigentlich nur drin, weil ich das hauptsächlich geflogen bin. Weil ich das noch modifizieren wollte. Ich meine, es lief bisher ganz gut. Aber wie gesagt, ich finde es mit den Japanern ist mittlerweile schwerer geworden. Oder ich bin immer schlechter geworden. Das kann natürlich auch gut möglich sein. Trotz allem. Oh, schreibt auch Griechisch. Was immer er sagt, er wird recht haben. Schon weg. Boah. So, ich fliege jetzt mal einfach richtig hardcore dämlich rein hier. Ich meine, rein technisch kann ich sagen, ich habe ja noch genug Flugzeuge, alles gut. Ich muss hier aufpassen, ich habe fast Kollegen weggeschossen hier. Wo er hier? Verrecke, du Schwein, verrecke. Nee, ich verrecke. Ah. Ist auch total dämlich, da voll beim Gegner reinzufliegen. Ich meine, ihr seid ja so wie Krügelbrüder dann so, ne? Gesunde Gang, wo ist du? Also an manchen Punkten ist es natürlich wirklich so. Da bist du ja wirklich wie in so einer schwerkriminellen Gruppe gelandet, ne? Du kommst gerade vom Einkaufen und dann triffst du das so eher zwielichtig aussehende Gestalten, die dir dein Telefon abzacken wollen, ne? Und dann hauen sie dir zu fünft in die Fresse und du bist wehrlos. So kommt es ja natürlich auch manchmal vor hier. Na komm, wie sieht's denn jetzt aus mit den Punkten? Ey, guck dir das an, ich meine, ich pfiff. Was ist mit diesem... Ich raff das nicht mit den Punkten, echt. Genau wie vorhin. So wie ich vorhin gespielt habe, da wäre ich normalerweise Dritter gewesen. Und ich habe da Leute gesehen, ja, die haben 4 Flugzeuge verloren, haben keinen Kill, ja, und 2 Abschusshilfen und haben mehr Punkte als ich. Was, wie funktioniert das? Verstehe ich nicht. Also langsam glaube ich wirklich an so eine Bestrafung irgendwie seit dem Skygen hier. Ich mach mal beim Chat, im Chat gesperrt wurde. Echt, das ist ja nicht normal.
Wichser. Wichser! Mein Gott, muss man hier nachher jagen, ey. Das ist ja Wahnsinn. Und eine Abschusshilfe. Dafür gibt es wahrscheinlich auch nichts. Ich glaube nicht, dass es eine Abschusshilfe irgendwo gibt hier. Wir gucken mal rein. Woo! Ich werde einfach. Ich könnte ja alle Flugzeuge verrauchen. Ich würde wahrscheinlich nicht auf 500 Punkte kommen. Der Knaller, ey, echt. Am Meer. Na, war vielleicht auch nicht so clever. Ne, war es nicht. Wahnsinn. So, ich werde jetzt wirklich alle Flugzeuge brauchen. Das ist mir auch scheißegal, weil ich verstehe das nicht. Ich meine, ich bin im Kampf. Früher hat man für die Kampfzeit hat man die Punkte bekommen. Und natürlich für die Treffer, die man gemacht hat und so weiter und so fort. Oder wenn man... Ich komme nicht mal über den einen, der schon längst weg ist. Ja, oder ich glaube, die Bombenlast, die man abgeworfen hat und sowas alles. Okay, jetzt kriege ich gar keine Punkte. Und ich kriege, seitdem ich hier wieder spiele, keine Punkte. Eine Hanke 112, echt jetzt. Scherz hier. Ich glaube, er hat mich gerammt. Ob ich was mitbekommen hatte, zwar nicht. Scheiße, ist er wendig. Echt jetzt? Das Ding ist weg. Wo ist hier aber noch einer? Jetzt gucke ich mich gerade. Er hat mich nicht verguckt. Gut. Kommt her, yeah. Also alle platt. Das könnten wir natürlich verlieren. Jetzt könnten Leute sagen, ja, ist doch klar, wenn du die ganze Zeit dein Flugzeug abschießen lässt, ist doch klar, dass ich auch eher verliert. Aber das wird es nicht sein. Irgendwas anderes. Wo fliegt er immer noch, ne? Ja, wie soll ich den angreifen? So witzig. Ich krieg nicht mal einen Kill hin hier mit diesen verkackten Japanern, echt. Jedes andere Flugzeug hätte ich schon zerschossen, wenn ich mit Deutschland oder sonst was geflogen wäre. Es ist so, das wisst ihr selber. Jetzt sollte ich nur noch Russen fliegen. Jetzt, gestern war ich nur mit Russen unterwegs, lief blendend. Das war ja schon lächerlich gut. Ja. Obwohl ich nicht gut war. Also ich persönlich, weißt du, da drückt man halt irgendwie rauf und plötzlich fliegen die Kugeln halt von selbst, ne, irgendwo rein. Das ist irgendwie eigentlich schon lächerlich dann. Das ist schon echt lächerlich. Ich hab den Scheiß mal raus hier. Wie genau man hier zielen kann, wird nicht Wahnsinn. Okay, ist immer jetzt zurück. Let's fucking die! Geht nicht kaputt. Geht nicht kaputt, die Krücke. Gut, jetzt habe ich 50 Crits hier, aber brecken wir das Ding auch nicht, ne? Aber dafür bin ich schnell weg. Klar, mit dem Deutschen, da haust du so ein Reispapier, Fickflugzeug hier einfach mal schnell weg. So ein Fickflaumendreck, echt. Wie lange der Scheiß hier eigentlich auch noch geht, Wahnsinn. Woo!
Und dieses Drecksteil ist nicht verreckt. Ich hab's geschafft, keine Kills zu machen. Das muss man erstmal hinkriegen. Gibt's da noch welche, die auch so drauf sind? Kein Kill, kein Kill, kein Kill, kein Kill. Aha, sind ja doch einige. Aber ich habe tatsächlich die 200er Hürde genommen. Wahnsinn. Das ist so barbarisch schlecht. Aber jetzt muss ich mal irgendwas gucken hier. Tja, guck mal genau hin, das fällt auf. Außer mir ist niemand mit Japanern geflogen. Und ganz im Ernst, ich sehe auch fast nie Leute mit Japanern fliegen. Ich sehe eigentlich niemanden mit Japanern fliegen. Das war ja früher schon wenig, aber so in den letzten, seit den letzten 3 Monaten oder so, oder 4 Monaten, siehst du eigentlich niemanden mit Japaner fliegen. Kein Schwein fliegt mehr Japaner. Und wenn du wirklich mal einen siehst, dann denkst du, oh, das ist ein Bruder von dir, dann fühlt man so eine Verbundenheit. Und mit dem fliegt man dann mit, da ist man sein Flügelmann. Echt? Ohne Quatsch. Also ich habe das Gefühl, die Japaner sind mittlerweile alle Schrott. Denn ich fliege ja, okay, nicht wirklich anders. Normalerweise fliegt man ja nicht wirklich anders, als man es den Tag davor getan hat. Gestern mit den Russen bin ich so geflogen wie heute. Trotzdem habe ich alles wirklich weggeschossen. Also wirklich, das war lächerlich. Ich habe mich selbst gewundert. Graf Schwulibert, sehe ich gerade. Graf Schwulibert. Auch nicht schlecht. Naja, wie auch immer. Wir werden verlieren. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß beim Zocken. Fliegt bloß keine Japaner. Bringt euch sowieso nichts. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Also, ciao, ciao.